Und bei mir im Studio mein Weltpolitikkollege Marcel Leubecher. Schön, dass du bei uns bist. Hallo. Du hast dich mal genauer mit dem Asylsystem Deutschlands auseinandergesetzt. Hat denn Deutschland tatsächlich das attraktivste Asyl- und Sozialsystem für Migranten? Ja, als Gesamtpaket kann man das schon so sagen, dass jetzt innerhalb der EU-Staaten Deutschland da oben rangiert. Und man hat sozusagen viele Erklärungen dafür, warum Personen besonders gerne nach Deutschland weiterziehen, die jetzt bereits in den Nachbarstaaten auch eigentlich schon Schutz gefunden hatten, aber das eben dann lieber in Deutschland tun. Und einer darunter ist eben auch ein relativ wettbewerbsfähige, sag ich jetzt mal, Sozialversorgung, ja. Man beruft sich ja bei der ganzen Flüchtlingspolitik immer auf ein gemeinsames Vorgehen der EU. Versteckt sich auch so ein bisschen dahinter immer, sagt man, wir können das nicht machen, das muss europäisch einheitlich sein. Also warum kann man nicht die Sozialleistungen auf ein einheitliches europäisches Niveau setzen? Möglicherweise geht das. Das ist ja die Hoffnung einiger. Weil wir haben die Lage, dass man erkannt hat, wenn man sozusagen deutlich über den anderen ist, könnte man eben daran rumschrauben und das einschränken. Jetzt hatte Deutschland eben ganz lange viel geringere Leistungen für Asylzuwanderer, als das heute der Fall ist. Und die wurden auch erst später gleichgestellt mit den einheimischen Sozialhilfebeziehern, also was man heute Bürgergeld nennt. Allerdings hat das Bundesverfassungsgericht 2012 ein sehr heftiges Urteil gefällt, muss man sagen. Die Begründung klingt für den Laien absurd, aber die Verfassungsrichter sind eben der Auffassung, dass wenn man das Niveau, das bis dahin herrschte, nicht deutlich anhebt und auch schon früher die Gleichstellung der meist unerlaubten Asylzuwanderer mit den einheimischen Arbeitslosen durchzieht, das gegen das menschenwürdige Existenzminimum verstößt. Sozusagen die Argumentation, dass tatsächlich jemand eine menschenunwürdige Existenz fristen muss, wenn er unterhalb des in Deutschland ausgezahlten Sozialhilfeniveaus liegt, bedeutet, dass alle unsere Vorfahren seit Adam und Eva bis vor 30 Jahren menschenunwürdige Existenz gefristet haben. Und dass das heute auch der Großteil der vielen Milliarden Menschen auf dieser Erde tut. Aber Karlsruhe hängt das eben so hoch auf. Und deswegen ist das sehr schwer dran rumzuschrauben rechtlich, weil sozusagen es abgesichert ist durch die Grundrechte, die mit einer Ewigkeitsgarantie abgesichert sind. Also man kann da gar nichts machen. Es gibt dieses Urteil, das heißt, die Sozialleistungen werden weiter so hoch bleiben. Man kann schon was machen, aber nicht besonders wuchtig. Man kann für einzelne Fallgruppen Gründe finden, warum man dort beispielsweise mal 10% geringere Leistung findet. Allerdings hat das Verfassungsgericht auch diesbezüglich schon viele kassiert, zuletzt mal vor einem Jahr. Und jetzt ist eben eine Hoffnung, was Sie ansprechen, europarechtlich. Man einigt sich europarechtlich auf ein bestimmtes Niveau, das wegen der Kaufkraft entsprechend aber vergleichbar in ganz Europa ist und verpflichtet letztlich Deutschland dazu. Ansonsten ist es ja Verfassung oder demokratietheoretisch hochproblematisch, dass wir uns eine Lage reinmanövriert haben, in dem EU-Recht sogar Verfassung bricht. Mhm. Aber in dem Bereich ist das eine Hoffnung, die einige haben. Und wenn das Europa einheitlich wäre, dann wäre das definitiv ein niedriger Satz als aktuell in Deutschland, weil andere Staaten im Traum nicht daran denken, ein ähnlich hohes Niveau, was Deutschland anbietet, durchzusetzen oder auch gar nicht in der Lage sind. Ganz kurz noch zu den Sachleistungen. Das könnten ja die Bundesländer jetzt schon selbst umsetzen. Warum tun das so wenige? Das ist halt immer relativ kompliziert. Die Leute wohnen verstreut. Das ist ein riesen Verwaltungsaufwand. Das wird da teilweise auch gemacht in großen Einrichtungen. Und jetzt ist eben der Impuls, dass man sieht, es wird ganz schwierig, gesetzlich was zu machen. Aber das haben wir eben im Portfolio, dem Handlungsspielraum, den wir eben in unserer Rechtslage haben. Also den zu nutzen, das scheint auch bald auf den Weg gebracht zu werden, dass die Länder das eben häufiger nutzen. Also die Debatte geht weiter. Dankeschön, Marcel, für den Besuch hier bei uns. Dankeschön.